Der Alfea Naturpark. Letzter Halt, Alfea! Hier sind wir wieder! Oh, na endlich. Oh, ich bin so müde. Unser Shoppingtag in Magic City war viel mehr als nur magisch. Du meinst, er war viel mehr als nur anstrengend. Wir sind den ganzen Tag hinter dir her von Shop zu Shop gerannt. Und falls du es vergessen hast, alle diese Taschen gehören dir, Stella. Und die sind wirklich ziemlich schwer. Was da hilft, ist ein hübscher Verkleinerungszauber. Warum hast du die Taschen nicht schon vor 4 Stunden verkleinert? Ich wollte euch nicht um die Freude bringen, mir zu helfen. Stella? Direktorin Faragonda wird wegen unserer Verspätung bestimmt sauer sein. Entspann dich. Ich kenne einen Geheimweg, über den gelangen wir in die Schule, ohne dass uns irgendjemand sehen kann. Tretet immer in meine Fußspuren und seid möglichst leise. Ihr müsst fliehen! Rennt schnell weg! Macht euch bereit, Mädels! Was ist das für ein Wesen? Das finden wir später heraus. Jetzt müssen wir es erstmal aufhalten. Tecna, Flora, bringt die beiden Mädchen in Sicherheit. Ihr kommt mit mir. Oh. Mein Kleiner, niemand von uns wird dir etwas tun. Direktorin Faragonda! Haben wir sie vielleicht aufgeweckt? Darüber reden wir später. Oh oh! Mädchen, was habt ihr ihm zu fressen gegeben? Genau damit habe ich fast gerechnet. Das Kängurmee darf nur Obst und frisches Gemüse essen. Jede Art von Süßigkeit verwandelt es in ein tobendes Ungeheuer. Ihr seid die Aufseherinnen des Alfea Naturparks. Nehmt eure Aufgabe ernst. Nun, was euch betrifft, Wings, ich bin sicher, dass es einen Grund dafür gibt, dass ihr so spät heimgekehrt seid. Kommt bitte in mein Büro. Sofort. Ich bin überaus enttäuscht von euch, Wings. Ihr seid die talentiertesten Feen in ganz Alfea. Und ihr solltet unseren anderen Schülerinnen als gutes Beispiel vorangehen. Sie haben recht, Miss Faragonda. Es wird nicht nochmal vorkommen. Es gab noch einen Grund, euch zu bitten, in mein Büro zu kommen. Was ihr hier sehen könnt, ist der Alfea Naturpark. Und morgen früh werdet ihr mich im Park auf einen Spaziergang begleiten. Ich möchte unbedingt, dass ihr ihn besucht. Denn ihr sollt für die Eröffnung des Parks eine große Party organisieren. Party? Hm? Sagte hier irgendjemand Party? Eine riesen Eröffnungsparty. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin so aufgeregt. Ich glaube, ich kann nicht einmal mehr schlafen. Also ich kann es auf jeden Fall. Kiko, tut mir leid, dass es schon so spät ist. Ist alles in Ordnung? Oh, du armes Tierchen.
Dann guten Hunger. Wir sehen uns morgen, Mädels. Und zieht euch besser sportlich an. Es wird ein ganzer Tag in der freien Natur. Ach, überlass das mir. Ich werde die ganze Nacht am passenden Outfit arbeiten. Unglaublich. Oh, das kannst du ruhig glauben, Layla. Macht euch bereit für ein Modeerlebnis, bei dem euch der Mund offen steht. Das meinte ich nicht mit Mund offen stehen. Wir wandern also durch den Naturpark und dort leben wunderbare Tiere. Also sollte unser Style das wiedergeben. Marienkäfer? Echt jetzt? Oder falls ihr etwas Wilderes bevorzugt. Miau! Tja, also Stella, wir brauchen vielleicht doch etwas Praktischeres. Und Dezenteres. Du meinst also etwas ganz Stilloses und Supergewöhnliches? Oh. Naja, wir sind ja nur sowas wie Parktouristen. Touristen? Hast du gesagt? Damit kann ich doch etwas anfangen. Wow! Wunderschön! Hast du jetzt genug gelacht, Kiko? Für dich habe ich auch ein hübsches Touristenoutfit. Wie schön, dass ihr hier seid, Winx. Also, wir könnten dann los. Unsere beiden Aufseherinnen begleiten uns, aber ich habe noch eine Freundin von euch eingeladen. Roxy! Hallo, Winx. Ich dachte, es ist wohl niemand besser geeignet, das Kengome zurück in den Park zu bringen, als die Fee der Tiere, oder? Wir machen uns besser auf den Weg, Leute. Sonst hat Kiko bald keine Karotten mehr im Rucksack. Kommen war eine wunderbare Idee, Miss Faragonda. Danke, Bloom. Ich wollte einen Ort erschaffen, an dem sich alle Feentiere wohlfühlen können. Jedes einzelne Tier ist einzigartig und besitzt besondere Fähigkeiten und Kräfte. Es gibt inzwischen einige Tiere im Park, die in ihrer natürlichen Welt bereits ausgestorben sind. Aber hier,
leben sie in Frieden weiter und werden nicht mehr bedroht. Der Park ist ungeheuer groß. Wie schützen Sie ihn vor Angreifern oder Raubtieren? Wir haben etwas viel Besseres als Mauern oder Zäune, um den Park zu schützen. Wir haben das. Eine magische Barriere. Nur die Wesen, die Feenkräfte besitzen, dürfen den Park betreten. Da sind wir, Mädchen. Herzlich willkommen im inneren Kern des Alfea Naturparks. Also dann werden die Aufseherinnen und ich mal überall nach dem Rechten sehen. Schaut ihr euch ganz in Ruhe um. Ich bin gespannt, ob euch der Park zu einzigartigen Ideen für die große Eröffnungsparty nächste Woche inspiriert. Ich hab immer Ideen. Hier steht die Partykönigin. Sie werden schon sehen. Das ist wirklich ein wunderbarer Ort. Ich finde es hier auch wunderschön. Wisst ihr was? Ich möchte allen Tieren, die in diesem Park leben, einen Song des Friedens und der Ruhe widmen. Schöpfe, sie leben so friedlich und in vollkommener Harmonie. Und ihre Liebe spürt man überall. Ich kann meinen Augen kaum glauben, so etwas hab ich noch nie gesehen. Nein, mein Herz schlägt laut und öffnet sich. Es schlägt vor Freude und Glück. Denn jedes hier von den kleinen Wesen, so wertvoll und schön wie sie hier leben. So einzigartig und hier aus einem besonderen Grund. Diese Anmut muss man schützen. Unser Auftrag soll ihn lösen. So, hier wären wir, Kleiner. Los, geh und pass in Zukunft gut auf dich auf. Was haben Sie denn gesehen? Oh, Kiko, komm hierher zurück. Kiko, du Armer, heute ist wirklich nicht dein Tag, oder? Seid leise. Seht doch. Keine Sorge. Er will dir nichts tun. Das ist ein Maubuddel. Er wird so genannt, weil... Lass mich raten, weil er so gern buddelt? Das ist überhaupt nicht lustig. Alles in Ordnung, kleiner Maubuddel? Es scheint ihm gut zu gehen. Dieser kleine Kerl hat wohl ein hartes Köpfchen. Hey.
etwas passiert sein. Ich glaube, der Schrei kam von dort drüben. Kiko, so ein Glück, es geht dir gut. Diese Vogelkreatur ist kein Feentier, Mädels. Feentiere greifen sich nicht gegenseitig an. Dann müssen wir den Maubuddel unbedingt retten. Bring Kiko irgendwo in Sicherheit. Mädels, kommt zusammen. Die magischen Wings. Blumix. Blum, Fee der Drachenflamme. Musa, Fee der Musik. Tekna, Fee der Technologie. Flora, Fee der Natur und Pflanzen. Leila, Fee des Wassers. Stella, Fee der Sonne und des Mondes. Das Vögelchen hat keine Vorstellung davon, wer wir sind. Der Piepmatz sollte sich lieber mit jemandem in seiner Größe anlegen. Magisches Rankennetz! Oh. Netter Versuch, aber dieser Bussard gehört hinter Schloss und Riegel. Morphix-Käfig! Ich fange euch auf! Stella, wir müssen dem Wesen folgen! Meinen Sonnenstrahlen einen Gänsebraten zubereiten. Nein, vielleicht verletzt du dabei den Maubuddel. Wenden wir lieber meine Schockmethode an. Vulkanangriff! Lichtspektrum! Entkommen, Roxy. Er war einfach viel zu stark. Kannst du uns sagen, was für ein Lebewesen das war? Ich habe noch niemals zuvor so ein Tier gesehen. Ich bin so traurig, Wings. Wir konnten nichts für den Maubuddel tun. Das sind wirklich äußerst beunruhigende Nachrichten, Wings. Dieser Greifvogel kam von außerhalb des Parks, Miss Faragonda. Und er besaß trotzdem Feenkräfte. Er griff uns an und durchflog die Barriere, als stünde ihm nichts im Weg. Ich stelle Nachforschungen an, um herauszufinden, zu welcher Spezies er gehört. Aber warum hat dieses Wesen den Maubuddel entführt, Wings? Wir müssen dieses Rätsel unbedingt lösen. Raphius, komm schon herunter! Kakakatara, willkommen zu Hause, liebe Schwächterherz! Und ich komme nicht allein, Raphius. Sieh doch mal. Oh. Ah.
der letzte Maubuddel in der magischen Dimension. Du hast ihn echt eingefangen. Na, warum bist du denn so überrascht? Ich bekomme doch immer, was ich will. Los, sperren ein. Hey, wo willst du denn jetzt hin? Das Kitzeln, hör auf damit! Lass ihn bloß nicht abhauen! Fang ihn wieder ein! Ich hab dich, mein Freundchen! Komm, hab keine Angst, es will dir doch keiner was tun! Spar dir deine Worte, Bruder. Die kleine Fellkreatur ist offensichtlich intelligenter als du. Muss ich mich denn wirklich um alles alleine kümmern? Daraus kannst du dich bestimmt nicht freibuddeln. Das hast du gut gemacht, Kalschara. Oh, und dabei habe ich gerade erst angefangen. Ja. Der kleine Kollege war nur der erste Schritt unseres langen Triumphmarschs. Und schon bald werde ich über eine riesengroße Armee von Feentieren verfügen und regieren. Die jungen Feen werden erwachsen. Endlich! Nicht mehr lange und ich werde mein ersehntes Ziel erreichen. Nun, diese Tiere wirken vielleicht harmlos oder sogar nutzlos. Aber ich werde sie zu einer machtvollen Armee formieren, die meinem Befehl untersteht. Um das zu tun, muss ich mir zunächst die Feenkräfte dieser Tiere zu eigen machen. Und das Geheimnis dieser Kräfte hüteten bislang die Maubuddel. Und das ist der letzte Maubuddel, der noch lebt. Und ich muss ihn zum Reden bringen. Gute Idee, Kalschara. Ich bringe dir den Maubuddel. Du hast den Zauber doch nicht vergessen. Nein, auf keinen Fall. Warte, ich hoffe nicht. Freier Fall! Magische Tierfalle! Oh, bravo, Braphilius! Ich finde, dafür hast du echt eine Belohnung verdient. Oh, danke schön! Danke schön, danke schön! Erst wenn du mir den Maubuddel bringst, was du ja eigentlich tun solltest. Warte, warte, ich kann es. Ich kann mich wieder erinnern. Flügel. Ohne Flügel. Ohne Flügel, Tiergefängnis, schwebe herab. Oh, du Idiot.
wir haben so viel zu besprechen, du und ich. Kommt schon, schneller. Ihr kommt zu spät. Wir hätten nie gedacht, dass ein gefährliches Wesen mit Feenkräften in den Park eindringt. Ich habe alles recherchiert. Dieser Greifvogel gehört zu keiner bekannten Spezies. Ich konnte ihn nirgendwo zuordnen. Das ergibt doch alles gar keinen Sinn, Miss Faragonda. Warum entführt dieser Vogel Maubuddel? Ich sage es ungern, aber ich befürchte das Schlimmste. Alle Feentiere nehmen einen ganz bestimmten Platz im Universum der magischen Dimension ein. Selbst das kleinste Lebewesen besitzt magische Kräfte oder ein Geheimnis, das für großen Unfrieden sorgen kann, wenn es in die falschen Hände gerät. Aber dann müssen wir doch etwas unternehmen. Wir suchen nach weiteren Maubuddeln und finden heraus, was ihre geheime Kraft ist. Ich muss euch enttäuschen. Das geht nicht. Maubuddel sind so gut wie ausgestorben. Der Greifvogel hat den letzten noch Lebenden entführt. Und wir können ja nicht in der Zeit zurückreisen, um andere zu finden. Im Gegenteil, wenn ich es mir recht überlege, dann trifft es genau das, was eure nächste Aufgabe sein wird. Willkommen in der Halle der Erinnerungen. Das ist der Stein der Erinnerungen, Winx. Dieser Stein besitzt die einzigartige Fähigkeit, euch in der Zeit zurückzuschicken. Bedeutet das, wir können in die Vergangenheit reisen, um noch andere Maubuddel zu finden? Toll, wir finden andere Maubuddel und erfahren ihr Geheimnis, oder Winx? Ja! Also dann, wir sind bereit, Miss Faragonda. Ich habe keinen Zweifel daran, dass ihr erfolgreich sein werdet, Winx. Und jetzt tretet zurück. Schön, oder? Sind das kleine Zeitreisemaschinen? Wenn ihr wollt, könnt ihr sie so nennen. Jeder Stein für sich ist ein Stein der Erinnerungen. Und sie sind eure Fahrkarten in die Vergangenheit. Alle Steine sind magisch miteinander verbunden. Und sie alle leuchten, auch wenn nur einer von ihnen tatsächlich aktiviert ist. Aber die Kraft, die sie haben, kann sehr gefährlich sein. Wenn ihr die Vergangenheit irgendwie ändert, selbst aus Versehen, verändert ihr gleichzeitig die Gegenwart. Sie können uns vertrauen, Miss Faragonda. Und jetzt macht euch auf den Weg. Wir sind immer noch in Alfea. Ja, aber in der Vergangenheit. Das Wappen ist der Beweis. Versucht jede Aufmerksamkeit zu vermeiden. Wir sollten unter keinen Umständen auffallen. Es ist ja nicht so, als würde man uns hier nicht kennen. Oh. Die Stimme! Oh, bitte nicht! Das
Das darf nicht wahr sein. Ihr könnt von Glück sagen, dass das Tor noch nicht geschlossen ist. Ansonsten würde Direktorin Marvilla jetzt mit euch ein Hühnchen rupfen. Nein, sag nicht, dass das jetzt... Bleib mal locker, liebe Griselda. Warum bist du eigentlich immer so verkrampft? Es scheint tatsächlich Griselda zu sein. Kommst du mit uns? Die Ausstellung fängt bald an. Nein. Außerdem hat die Direktorin mich gebeten, den Eingang zu bewachen. Ich kann meinen Posten jetzt nicht verlassen. Ach, wie auch immer. Niemand sonst möchte die Ausstellung mit den Feentieren verpassen. Eine Ausstellung, Winx. Mit Feentieren. Das ist vielleicht genau das, wonach wir suchen. Dort, die Feentiere. Sieht so aus, als lebten sie sogar hier in Alfea. Ein Akkordifant und eine Ballratte spielen miteinander. Und das sind Farbingos. Ich frag mich, warum es Paragonda uns nie erzählt hat, dass es in Alfea mal so gewesen ist. Naja, ich kann schon verstehen, dass sie nie von den Outfits der Vergangenheit gesprochen hat. Aber die liebe Stella kann sogar dafür sorgen, dass Retro-Look gut aussieht. Allerdings fallen wir jetzt doch auf. Das sieht toll aus, Stella. Also, wollen wir uns umsehen, ob wir irgendwo ein Maubuddel im vergangenen Alfea finden? Tut mir leid. Ich komme total zu spät. Hatte sie nicht ein Maubuddel auf dem Arm? Und ich weiß nicht warum, aber sie kam mir irgendwie bekannt vor. Vielleicht reden wir mal mit ihr. Ja! Toll! Willkommen zur jährlichen Ausstellung unserer Feentiere. Wie ihr alle wisst, ist die Erziehung unserer Feentiere einer der wichtigsten Grundsteine unserer allumfassenden magischen Ausbildung. Ach, tatsächlich? Also, ich hoffe, du hast deine Lektionen alle zufriedenstellend gelernt. Lasset die Feentierausstellung beginnen! Keine Ahnung, dass Kani-Falken so ruhig und gehorsam sein können. Adlerze sind normalerweise schüchtern und launisch. Es ist fast unmöglich, sie zu trainieren. Wow.
Und jetzt lasse ich den Maubuddel springen. Durch einen, wie nennt man das? Ein, durch ein, durch diese Frucht. Ja! Oh, nein! Mohntrauben lassen Adlerze total durchdrehen. Oh, nein! Nein! Warte doch! Unternehmen? Haltet sie auf! Ist in Ordnung, Adlerz. Auffallen dürfen, aber... Nein, es wird Zeit einzugreifen. Roxy, Fee der Tiere. Die magischen Wings, Blue Mix. Bloom, Fee der Drachenflamme. Leila, Fee des Wassers. Flora, Fee der Natur und Pflanzen. Stella, Fee der Sonne und des Mondes. Tekna, Fee der Technologie. Müssen. Ihr verscheucht die Krähratten! Und wir retten zusammen diese Fee! Lichtspektrum! Unendliches Echo! Protektion! Ah.
Digitaler Raum! Komm mal langsam wieder runter! Ich weiß, was mit ihm los ist. Roter Drachen Orbis! Alles gut. Sie war nur ohnmächtig. Käfersche! Sie sind aggressiv und sehr gefährlich. Wir müssen uns verwandeln. Nein! Sie greifen uns an, wenn wir uns zu schnell bewegen. Sie ist eine unfassbar gute Feentierbändigerin. Alles in Ordnung mit dir? Ja. Vielen, vielen Dank. Du hast nicht nur die Ausstellung ruiniert und die gesamte Schule in Gefahr gebracht, sondern du hast auch noch dein Pflegefeentier verloren. Das ist mehr als ungebührlich für eine Fee. Es tut mir leid, Direktorin Marvilla. Sich zu entschuldigen reicht manchmal nicht, Faragonda. Was? Das soll unsere Direktorin Faragonda sein? Ich muss mich bei euch allen für eure beherzte und tapfere Hilfe bedanken. Kommt ihr von einer anderen Schule? Ja. Doch dort leben alle Feentiere in ihrem natürlichen Lebensraum in Freiheit. Dir missfallen also die Lehrmethoden unserer Schule, junge Dame? Unser Lehrplan hält sich streng an den Kanon der Natur. Dieses Buch enthält alles, was man über die Erziehung von Feentieren wissen muss. Aber ich hoffe, ihr fandet euren Aufenthalt in Alphea angenehm. Und pädagogisch wertvoll. Butterflix. Komm schon, lächel mal. So furchtbar war's doch nicht. Es war eine Katastrophe. Aber trotzdem vielen Dank. Entschuldigt, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Faragonda. Oh, wir kennen dich schon, weil du ja unsere Direktorin. Ich bin beeindruckt von deinen Fähigkeiten. Es ist selten, dass sich ein Maubuddel einer Fee anschließt. Aber mein Maubuddel ist weggelaufen. Faragonda, wir werden ihn wiederfinden. Wow. Meinst du echt? Der Metamorphosymbiose-Test fängt gleich an. Beeil dich besser. Oh nein. Ich muss mein Wissen noch schnell auffrischen. Würdet ihr die Tür bitte schließen? Denn unsere Prüfung beginnt jetzt. Es ist Whiskys. Er hat ja schon immer so ausgesehen. Oh. Der Schlüssel zur Metamorphosymbiose ist Konzentration.
Seht her, ich beschwöre den einhörnigen Majestätsadler herbei. Ich bin so langsam wie eine Schnecke. Faragonda, hast du nicht den Wunsch geäußert, eines Tages Direktorin von Alphea zu werden? Wenn das immer noch dein Wunsch ist, musst du schneller werden. Schnell wie der Blitz. Schneller im Unterricht erscheinen und schneller lernen. Schnell! Es tut mir leid. Und wo hast du dein Feentier gelassen? Ihr Maubuddel ist weggerannt. Und mein Adlerz ist ihretwegen auch entflogen. Du solltest dich langsam zusammenreißen, junge Dame. Nimm dir ein Beispiel an Kalchara. Komm, zeig ihr, wie es geht. Dieser Vogel kommt mir bekannt vor. Nun, das war ein herausragendes Beispiel der Metamorphosymbiose. Toll! Deine Prüfungsnote ist natürlich eine 1+. Wenn du möchtest, darfst du gehen, Kalchara. Vielen Dank. Sehr freundlich von Ihnen, Professor. Und was dich betrifft, junge Dame, verlasse auch meinen Klassenraum und komm erst wieder, wenn du deinen Maubuddel gefunden hast. Was? Du hast schon verstanden. Ich habe mal wieder alle enttäuscht. Direktorin Marvilla weiß bestimmt Rat. Sie besitzt doch dieses Buch. Das ist eine großartige Idee. Was ist eine großartige Idee? Na, einen Blick in dieses Buch zu werfen. Soweit ich weiß, stehen sämtliche Geheimnisse über alle Feentierarten in diesem Buch. Auch über Maubuddel. Es kann dir helfen, dir den Respekt der anderen wieder zu verdienen. Willkommen. Bitte eintreten. Ich bin gerade nicht im Büro, aber wenn du möchtest, kannst du meinem Schmetterlikan eine Nachricht hinterlassen und ich melde mich bei dir. Sprich, wenn der Schnabel sich schließt. Es geht um nichts Wichtiges. Ich komme später nochmal. Metamorphosymbiose-Test bestanden. Wenn diese Versagerin nicht noch kneift, besitzen wir schon bald die ultimative Macht. Gut gemacht, Kalchara. Nun, was soll ich jetzt sagen? Ich bin nun mal die Größte, Bruder. Kalchara? Kalchara! Faragonda! Meine liebste Freundin. Ich habe hier das Buch. Jetzt kann ich eine Möglichkeit finden, alles wieder in Ordnung zu bringen. Ich bin sehr beeindruckt von dir. Das ist das Tal der Früchte. Wenn du Glück hast, findest du dort mehr als nur einen Maubuddel. Warte. Ich bringe das Buch zurück in Marvillas Büro. Nein, das wirst du nicht tun. Aber... Ich meinte, ich bringe es natürlich für dich zurück. Du kannst mir vertrauen. In Ordnung. Danke. Um
Um die ultimative Macht zu erlangen, muss man zuerst eine natürliche Quelle ungebändigter Magie finden. Oh. Wächter der Natur, ich flehe euch an, gewährt mir Eintritt in die Halle der Feentiere. Wir müssen Paragonda so schnell wie möglich finden. Kalschara darf sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Hey, da ist sie! Oh, Miss. Ich meinte Paragonda. Na, was gibt's? Gute Neuigkeiten, Mädels. Ich weiß jetzt, wie ich meinen Maubuddel wiederfinde. Ich reise so schnell wie möglich ins Tal der Früchte. Toll, aber wie hast du herausgefunden, wo du hin musst? Ungebändigte Magie! Du sollst ab jetzt immer mir gehören! Jetzt weiß ich absolut alles über sie. Wer hätte gedacht, dass diese kleinen Schädlinge doch tatsächlich den Schlüssel zur ultimativen Macht der Feentierwelt besitzen? Das nehme ich mit. Laufen plötzlich alle Feentiere weg. Wovor haben sie denn Angst? Oh, ich hoffe, das ist nicht meine Schuld. Was hast du denn getan? Eine gute Frage. Mein Schmetterlikan hat deine Stimme aufgenommen, während du dich in meinem Büro aufgehalten hast. Kannst du mir vielleicht den Grund dafür verraten, was der Kanon der Natur auf dem Schreibtisch in deinem Zimmer zu suchen hatte? Es tut mir so leid, Direktorin. Ich habe ihn mir ohne zu fragen ausgeliehen. Aber Kalschara hat versprochen, ihn zurückzubringen. Willst du mir etwa damit sagen, das sei alles Kalscharas Schuld? Seht mal da oben, der Vogel. Hm? In diesen Vogel hat sich Kalschara doch auch in Whiskys Unterricht verwandelt. Direktorin, dass sich Kalschara in diesen Vogel verwandelt, nachdem sie ihr Buch gelesen hat, ist kein Zufall. Nach allem, was passiert ist. Faragonda, du kommst jetzt mit mir und hilfst mir, unsere Feentiere wieder zur Ruhe zu bringen. Wir sind ihre Freundinnen. Können wir mitkommen und auch helfen? Natürlich. Wo meint ihr, sollten wir zuerst hingehen? In das Tal der Früchte. Dort können wir bestimmt Maubuddel finden. Tu mir nichts, Monster! Erkennst du nicht einmal mehr deine eigene Schwester wieder, Brafilius? Was? Wie? Kalschara? Deine Stimme klingt nach dir, aber was ist passiert? Ich besitze die Macht der Gestaltveränderung, dank der ungebändigten Magie. Bist du jetzt etwa ein Tier? Oh, das ist ja fürchterlich. Du hast nun ebenfalls die Chance, die ultimative Macht zu besitzen. Und du kneifst? Ich will diese Macht gar nicht mehr. Nein, vielen Dank. Brüderchen, das war die falsche Antwort. Kalschara! Nein!
Und jetzt fang mir ein, dieser Maubuddel, Hundchen. Komm schon, braver Junge. Gutes Hundchen. Versuch zumindest, deine neuen Kräfte einzusetzen. Diese Stimme. Na, wenn das nicht Faragonda ist und die neuen Versagergänse. Kalschara, bist das du? Du wirkst so verändert. Das nennt sich ungebändigte Magie. Solltest du auch mal probieren. Na, wollen wir den beiden zeigen, was man mit Magie alles tun kann? Aber wenn wir uns verwandeln, weiß Marvilla, dass wir keine Schülerinnen sind. Wir haben keine Wahl. Wir sind hier, um Maubuddel zu finden. Wir müssen sie unbedingt vor Kalschara beschützen. Die magischen Wings! Blue Mix! Blue! Fee der Drachenflamme! Flora! Fee der Natur und Pflanzen! Stella! Fee der Sonne und des Mondes! Layla! Fee des Wassers! Fee der Musik! Tekna! Fee der Technologie! Roxy! Fee der Tiere! Los, Braphilius! Schnapp dir diese Maubuddel, du besitzt jetzt Tiermagie! Riese des Tals der Früchte, erscheine und greif dir diese Maulbuddel! Dir zu sagen hat. Au! Was? Du greifst deinen Meister an? Was ist denn mit dir los? Kalschara, warum machst du solch einen Unsinn? Du bist meine beste Schülerin. Und Sie sind eine gute Lehrerin. Sie haben mir alles über Tiermagie beigebracht. Ja, stimmt. Warum zeige ich Ihnen nicht einfach, was ich alles bei Ihnen lernen konnte? Ich habe auch einiges gelernt. So, mein Kätzchen, du wanderst lieber in einen Käfig. Ich hab dich gerettet, mein liebste Schwesterherz. Oh, wie niedlich du aussiehst. Der Riese wird offenbar von der Natur beschützt.
Mit unseren Kräften können wir ihn nicht aufhalten. Die Maubuddel sind Feentiere. Wenn wir sie befreien, können sie sich selbst verteidigen. Das könnte uns gelingen, wenn wir uns gemeinsam die Arme des Riesen vornehmen. Aber was, wenn wir eins der kleinen Kerlchen verletzen? Wir müssen noch genauer zielen als sonst. Winx, Ziel anvisieren! Die Natur hat euch die Butterflix-Kraft gegeben. Denn ihr habt uns und den Tieren bewiesen, dass ihr jedes Feentier verteidigen würdet. Das ist auch der Grund, aus dem wir hier sind. Ich denke, wir müssen uns jetzt nicht länger verstecken. Oh. Hallo, mein Kleiner. Schön, dich wiederzusehen. Du bist ein liebes Tierchen. Ein guter Freund. Aber nun musst du dein eigenes Leben leben. Geh und leb in Freiheit. Lassen wir ihn jetzt wirklich gehen? Wir wollten doch hinter ihr Geheimnis kommen. Das können wir auch in der Gegenwart. Wir finden die Lösung sicher irgendwo in Alfea. Sehr gut gemacht, Faragonda. Heute hast du nicht nur mit großer Weisheit gehandelt, sondern auch aus deinem Herzen und mit Leidenschaft. Und du hast mir gezeigt, wie sehr ich mich geirrt habe. Feentiere müssen in Freiheit leben. Ich wollte ihnen in der Schule ein Zuhause schaffen. Und ich habe zu lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich sie eigentlich eingesperrt habe. Ich werde nun die verbleibende Kraft in der Halle der Feentiere nutzen, um alle Erinnerungen zu löschen, damit sich niemand mehr an diese unglückseligen Geschehnisse erinnert. Also werdet ihr euch an nichts erinnern? An nichts. So wird hoffentlich nie wieder jemand ein Feentier einsperren oder nicht artgerecht halten. Auf Wiedersehen, Mädchen. Wir danken euch für all eure Hilfe. Faragonda, wir sehen uns bestimmt irgendwann. Und ich glaube, ich habe den perfekten Veranstaltungsort für die große Eröffnungsparty gefunden. Schön, eine Party-Queen zu sein.
Oh! Ich frage mich, was sie wohl damit gemeint hat.